Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Super Paper Mario. Ja, in der letzten Folge haben wir Kapitel 1 von 1 abgeschlossen und unsere neue Dimensionsfähigkeit gelernt. Damit können wir in 3D wechseln. Yay! So, aber nun weiter im Text. Da kommt erstmal ein Koopa, der gibt mir erstmal voll eins auf die Omme, wo ihr gar nichts gemacht habt. So! Und ein Pseudo-Para-Koopa. Zack! Zack! Hui! So, ich wechsle einmal in 3D. Okay, da ist nix. Jetzt wieder in 2D und wir kraxeln mal den Berg hoch. Aua! Holla Koopa! Huf! Was ist das denn? Ups, jetzt bin ich runtergefallen. Ich sollte mir merken, wann ich in 3D wechsle oder nicht. Okay. Wie habe ich das jetzt gemacht? Anscheinend müssen nur die Tasten drücken. Dann. Aha, okay, und jetzt bin ich rübergekommen anscheinend. Ach, ich verstehe. Ich muss das machen. Okay, dann das Ganze noch einmal. Oder? Nee, ja, er macht es automatisch. Okay, praktisch. So, und wieder nach unten. Jups. Oh, ein blauer Scheiter. Spontan in 3D. Zack, den drücke ich doch mal. Ich liebe Scheiter, ich drücke die gerne. Und jetzt baut sich da ein Berg auf. Alles klar. Okay. So, und dann kann ich nämlich hoch und zack. Dann geht's hier weiter. Und da geht's in die Tür. Und da gehen wir rein. So, nächste Tür. Ich habe noch 11 KP, das reicht doch nicht. Ich wechsle immer gern in 3D, um zu gucken, was mich denn erwartet. Aber das ist einfach nur ein Jump. Aber hier komme ich nicht weiter, hier muss ich in 3D wechseln. Gib mir mal ein Pilz, bitte. Nein, gut, dann nicht. Na, was passiert eigentlich, wenn ich... Aha, okay, so komme ich hier hoch. Praktisch, also man muss schon recht oft wechseln, damit hier was passiert. Macht guten Flug. Aber die Koopas mit Sonnenbrille sehen ja mal sowas von richtig cool aus. So eine Sonnenbrille will ich auch gerne haben. Boah, was kommt da denn an? Ja. Aber, der ist cool. So, jetzt kann ich nämlich einfach, weil ich garantiert nicht über die drüber springen kann, dann laufe ich nämlich einfach den vorbei. Oh, schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja. Okay, gut. Hat mir ein bisschen was abgezogen, aber wir sind durch die Tür gekommen. Das ist alles, was zählt. Und ich guck mal, wie viel ich noch brauche. Ach, das nächste Level wartet auch schon. Weil, ja, wir können nämlich hier leveln. Ungewohnt für Mario, dass man mal leveln muss. Aber ich komme jetzt da hinten raus. Vielleicht sollte ich doch erstmal das Schild lesen. Bevor ich hier große Wagnisse mache mit Brücke geschlossen, Rüber, Brückenwerte. Ich wechsle mal in 3D. Aha, aha. Okay, da drüben ist Speicherblock. So, und dann kann ich doch glatt mal in das Haus hier reingehen. So, nichts Interessantes soweit jetzt erstmal zu sehen hier, dann springe ich da erstmal hoch. Das ist auf jeden Fall ein Treffer, so. Bist du der Brückenwärter? Hey, hey, du kannst mich sehen? Ja, unglaublich, ich drehe hier seit Tagen fast durch und jetzt kannst du mich sehen. Natürlich, vor ein paar Tagen bin ich anscheinend auf der falschen Seite aus dem Bett gerollt. Nachdem ich mir einen Kaffee geholt hatte, wurde mir auf einmal schlagartig bewusst, dass ich in einer Paralleldimension gefangen war. Ach so, wir können den Text nochmal hochscrollen. Ich hab gerade rausgefunden, der... Ich
Ich versuche schon seit Tagen auf mich aufmerksam zu machen. Aber niemand bemerkte mich. Und in dem Moment, als ich schon fast aufgegeben hätte, siehst du mich. Ja, siehst du mal. Warum haben die alle Bärte in diesem Spiel? Du bist hier einfach so aus dem Nichts aufgetaucht. Und da hatte ich einen Einfall. Wenn du das kannst, kannst du mich vielleicht auch wieder zurückbringen. Stell dich einfach neben mich und wechsle in die 2D-Welt. Ich halte mich fest. Okay. Ja, juhu, wir haben es geschafft. Alles ist wieder normal. Du hast mir da wirklich einen Gefallen getan. 3D ist nichts für mich. Mein Name ist übrigens Huber. Freut mich, dich kennenzulernen. Sag mal, wie kann ich mich dafür bei dir erkenntlich zeigen? Mach die Wolke runter! Da gäbe es etwas. Da draußen ist eine Spalte, über die wir müssen. Ihr wollt um die Spalte, dann sprecht ihr mit dem richtigen Mann. Aber ich muss euch warnen, man nennt den Pass nicht grundlos Unpassierpass. Ich kann eine bestimmte Person dort hinlassen. Das ist mein Job. Deshalb bezahlen sie mich ja. Seid ihr sicher, dass ihr dort hinwollt? Ja, sind wir. Naja, habt mich immerhin aus dieser Paralleldimension gerettet. Okay, ich stelle euch eine Frage und bei richtiger Antwort dürfte passieren. Erst retten wir den und dann sagt er, tut uns einen Gefallen und jetzt müssen wir eine Frage beantworten, ist ja frech. Hört sich das vernünftig an? Gut, dann kommt jetzt die Frage. Welche Farbe ist die männlichste überhaupt? Rot oder grün? Da meine Lieblingsfarbe grün ist, würde ich jetzt gerne grün sagen, aber er hat rot und ich denke mal, er will als männlich bezeichnet werden, deswegen sage ich rot. Da hast du aber sowas von recht. Ja, wer hätte es gedacht? Ich wusste es, wir beiden liegen modetechnisch auf der gleichen Wellenlänge. Ich lasse die Brücke herunter, gib mir einen kurzen. Hätte ich auch den Schalter selber drücken können und ihn einfach in ein Bettchen versauern lassen können? Hätte ich mal ausprobieren müssen, aber... Wir sind ja Mario, wir retten jeden. Sogar Peach. Gut, das sollte es soweit gewesen sein, seid vorsichtig. Okay, vielen Dank. Mach's gut. Kann ich hier... Nee, kann ich hier nicht wechseln in die 3D-Welt. So. Wups, da sind wir wieder im Vordergrund. Und ich lausche mal rüber. Und speichere mal kurz ab. Speichervorgang beendet. Hallo Fremde, woher kommst du denn? Vielleicht hört sich das blöd an, aber bist du nicht der legendäre Held? Du bist es. Puh, Glück gehabt. Ich habe hier 3 Tipps für dich. Erstens bist du in einer brenzligen Situation. Dreh dich. Zweitens bemerkst du etwas Auffälliges. Dreh dich. Drittens steht dir der Sinn nach Erkundung. Dreh dich. Er hätte auch einfach sagen können. 1, 2 oder 3. Die Antwort ist dreh dich. Das waren sie. Jetzt weißt du Bescheid. Okay. Ein Pilz. Sehr gut. Bin ich wieder geheilt. Und ich guck einmal in den Laden. Wahrscheinlich ist es ein Laden. Was hat er gesagt? Ich hab grad gar nicht... Sag's doch nochmal. Wie geht's? Wie steht's? Willkommen in meinem Laden in Steinaltstadt. Aha, anscheinend sind wir in Steinaltstadt. Zum ersten Mal hier? Ja. Du solltest wissen, dass wir ein Ladenpunktesystem haben. Du kannst durch Einkäufe und Ladenpunkte halten. Pro Einkauf machst du einen Ladenpunkt. Sammle genug und du hältst ein Geschenk. Kostenlos. Top, oder? Wenn du wissen möchtest, wie viele Ladenpunkte du hast, frag mich. Alles verstanden, oder? Möchtest du das Ganze noch einmal hören? Nein, ich glaube, ich hab's verstanden. Wie kann ich helfen? Kaufen, verkaufen? Aha, ich kann hier auch Items lagern, das ist cool. Triff deine Wahl, ich habe nur beste Qualität. Feuerstoß, Grillglammen mit glühenden Flammen. Grillt Gegner mit glühenden Flammen, aha, ein Powerblock. Schüttelt Gegner am Boden und an der Decke durch. Pilzmix, aha, KP, das kennen wir schon. Langzeitmix, aha, das ist Intervall, okay. Halt automatisch 5 KW, falls... Ah, oh, das ist cool. Jetzt kicken. Panzerkick, das ist eine Koopa Shell. Wirksamer Trank, der den an kurze Zeit verdoppelt, das ist auch nicht schlecht. Härtepanzer halbiert vor kurzer Zeit den genommenen Schaden. Das ist. Oh, meine Gette. Meine Güte, das sind ja richtig coole Items. Pilzschock paralysiert den Gegner bei Berührung. Ich kaufe mir jetzt mal so einen Lebenspilz, falls ich hier drauf gehe. Finde ich ehrlich gesagt nicht verkehrt. Ein Ladenpunkt. Nein, danke. Okay, ja, wir haben einen Ladenpunkt. So. Und gehen weiter. Ja, du hast uns den Tipp hier gegeben. Was ist in dem Haus?
halt, wir hätten vielleicht im Laden noch uns drehen können. Mist, das könnte man vielleicht mal noch machen. Vor tausenden von Jahren lebt hier eine hochentwickelte Zivilisation. Wir nennen sie den Clan der Ältesten. Sie haben auch diese Stadt erschaffen. Der Bürgermeister sagt, dass sie geheime Räume und Tunnels gebaut haben. Sieh dich also genau um. Ja, eben. Sieh dich genau um. Das heißt für mich, ich gucke jetzt einfach mal nochmal in den Laden. Vielleicht hat er da irgendeine Art Tür. Ach so, er sagt schönen Tag. Oh, der ist hier schön. Hast du hier irgendeinen Geheimgang? Nö. Okay. Ups. Und wieder raus. So, in dem Haus waren wir jetzt auch gerade. Guck mal in das Haus. Aha. Das riecht hier aber nach. Ich dreh mal kurz. Aha! Guten Tag. Dann einmal runter. Ups. Oh Gott, ein Boom. Ah, aber hier geht's weiter. Oh! Das war nicht so klug. Ah! Oh Gott. So. Das war nicht so schlau von mir. Ich gehe nochmal raus, weil ich möchte die ganze Stadt erkunden. Und ich weiß ja nicht, wo es da lang geht. Also da geht es wahrscheinlich weiter. Das kann ich nicht. So, aber hier ist nämlich noch ein Haus und hier hinten geht's runter. Gut. Hallo! So, wer ist da? Ich bin der Weise hier, also pass auf. Was willst du überhaupt? Und trampel nicht auf den Teppich rum. Wir hatten gehofft, die Stadt passieren zu können. Von hier ab kommt nur noch Wüste. Da gibt es zwar einen Schatz, aber mit dem Sand, den ihr im Getriebe habt, gibt es für euch nichts zu holen. Nee. Deshalb wurde die Stadt gebaut, um den Schatz vor Leuten wie euch zu schützen. Ihr könnt also nicht passieren. Seht ihr den kleinen Mann in meiner Hand? Wisst ihr, was er sagt? Pass auf, also gebt auf. Hä? Was? Du bist der Held? Schwachsinn. Wärst du das wirklich, hättest du einen Pixel in der Form einer Hand. Hättest du es, würde ich dir vielleicht glauben. Ich sehe aber keins. Siehst du diesen Bart? Er will dir etwas sagen. Komm nur näher. Pass bloß auf! Ein Pixel in der Hand. Onkel, pass auf. Der mittlere Bürgermeister von Steinertstadt. Aha. Okay. Gut. So, ich drehe mal nochmal. Kann ich auf seinem Sofa rumhüpfen? Hey, hey, Ramponier! Ach, hier unten geht's doch lang. Aha, seht ihr, da hinten gibt's unten noch Brücke geschlossen. Super, Brückenwerte. Da guck ich erst mal. Ist wahrscheinlich komplett verkehrt, aber das ist mir aber doch egal. Lalalala. Aha, lass mich raten, seine. Hallo Häuptling, großes Helm, ich soll die Brücke herunterlassen. Geht leider nicht ohne Spezialerlaubnis von ganz oben, wird das nichts. Ich gehe sicher nicht in den Knast wegen dir. Hol die Erlaubnis von Onkel Pass auf. Viel Glück dabei, der alte Knabe ist ein harter Bauer. Lässt sich nicht bedienen, na gut. Ich hab's probiert. Dann geht's jetzt also doch zurück zu den ganzen Wumps. Ah, kann ich mit der 3D an sich vielleicht bestimmt mal darüber kommen. Aha, guck mal. Da geht's zumindest schon mal weiter, das ist ja schon mal nicht verkehrt. So, zack. War das Haus hier oder das Haus? Ich glaube, es war das Haus. Und einmal drehen. Jum, 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 jum. Tschüss, ihr zweidimensionalen Wumms. Ihr könnt mir gar nichts. Zack, zack. Aber es ist die Level ab, dürfte eigentlich sein. Was ist hier? Ist hier überhaupt was? Hallo? Hallo? Uhu.
Hier ist gar nichts. Oh, halt, warte mal. Da ist ein... Da ist ein Stern an der Wand. Aha! Eine versteckte Tür. Das sollte uns weiterbringen. Das stimmt. Ich muss mir das merken, dass er dir... Unsere liebe Fee hier... Oh, was ist denn jetzt los? Oh nein, die Tür. Jetzt sind wir eingeschlossen. Aber da ist eine Kiste. Endlich frei! Huch, was bist du denn? Moment, wenn ich befreit wurde, kann dies nur der legendäre Held gewesen sein. Ich hatte ja Bedenken, als ich vor 1500 Jahren in diese Truhe gestopft wurde. Aber meine Ängste waren wohl unbegründet. Der Held ist erschienen. Bist du ein Pixel? Aber natürlich, ich bin ein Pixel. Mein Name ist Wurfowitz. Ah! Die Namen nehmen kein Ende. Bist du auch ein Pixel? Kommst du mir nicht wirklich bekannt? Kommst du ein neueres Modell? Ich ist nicht wichtig, die Zeit langweilig. Wichtiger ist, dass ich Ewigkeiten darauf gewartet habe, den Helden zu treffen. Und glorreicher Tag, da bist du endlich. Nimm mich mit auf deine Reise. Du musst einfach. Du wirst hervorragend. Zack, zack, zack. Das Pixel Wurfowitz hat sich dir angeschlossen. Verwende ihn, um Objekte aufzunehmen und dann zu werfen. Das kannst du sogar während eines Sprungs tun. Hey, das ist cool. Endlich wieder ein richtiger Mario mit Werfen und Treten und weiß der Geier was. Also mit mir an deiner Seite kannst du Objekte mit großem Ende angreifen. Drück einfach 1, um meine Fähigkeit zu können. Auch das habe ich mir schon gedacht. Was dieses 1 ist, fragst du? Mach dir keine Sorgen, jemand hat sich schon etwas dabei gedacht. Merke dir nur, dass ich Objekte und Gegner greifen und werfen kann. Greifen mit 1 zu und drücke 1 erneut, um den Gegner oder das Objekt zu werfen. Nimm dir ruhig Zeit, um dich mit dieser Fähigkeit vertraut zu machen. Du wirst die Fähigkeit benötigen, um aus diesem Raum zu gelangen. Auf die Plätze, fertig, los! Zack! Lass mich raten. Oh, verdammt. So, ungefähr kommt hin. Kann ich das auch? Aha, so geht das also. Ich dachte, ich muss dran springen, aber ich musste es nach dem Block werfen. Glorreicher Tag! Ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. Auf ins nächste Abenteuer. Sehr schön. So, dann mal wieder raus aus der Tür. Das sind schon 2 von den Gesellen. So, die Wumms, die... Ups. Zack, zack, die umgehen wir wieder. Mit der Kraft der 3D-Fähigkeit. Und da wären wir wieder, sieht aus wie der Duschraum von der Stadt. So, einmal hier rum. Und aus der Tür hinaus. So, jetzt muss es ja irgendwie gehen, dass wir dem Onkel Pass auf da zeigen. Hier, wir sind der Held und so. Huch, ey, da, guck mal da oben. Kann ich da irgendwie hoch? Ich möchte da hoch. Komm ich da hoch? Warte mal. Irgendwie gehen. Nein, ich möchte nicht in den Laden. Ups, ja, schönen Tag dir auch. Ich möchte bitte. Aha! Ach, guck mal, voll die Wäscheleine getarnt. So. Nein, verdammt. So. Aha, Pop-Tor-Karte. Sehr schön. So, aber wie es weitergeht, das würde ich sagen, erfahren wir in der nächsten Folge. Mal gucken, ob der Onkel Pass auf da uns durchlässt oder nicht. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Super Paper Mario. Bis dann. Ciao.